dir was sagen, aber ich bin immer noch ganz durcheinander. Bis heute wusste ich selbst nichts davon. Victoria war bei mir. Eden, ich kann das selber alles noch nicht begreifen. Chip ist mein Sohn. Was? Tja. Ich habe es zuerst auch nicht glauben wollen, aber es ist so. Chip ist mein Sohn. Es tut mir leid, ich hatte vor. Naja, ich wollte es dir vorsichtiger sagen. Aber ich... In einer solchen Situation... Ich glaube, so etwas kann man nicht vorsichtig sagen. Und wie fühlst du dich als Vater? Ich kann es dir nicht sagen. Im Moment fühle ich gar nichts. Ich habe... Andererseits weiß ich genau... Wie soll ich das beschreiben? Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Hast du denn vermutet, dass du der Vater bist? Naja, es ist mir mal durch den Kopf geschossen, damals. Weil Chip genau 9 Monate nach dem Vorfall im Leuchtturm zur Welt gekommen ist. Als ich sie daraufhin angesprochen habe, hat sie mir sehr überzeugend klargemacht, dass ich mit meiner Vermutung falsch liege. Wenn sie es bisher für sich behalten hat, warum spricht sie jetzt mit dir darüber? Er ist krank. Ja, wirklich, er ist schwer krank. Er liegt im Krankenhaus. Er braucht eine Knochenmarktransplantation. Und das geht nur mit dem Knochenmark eines Blutsverwandten. Sie hatte gar keine andere Wahl. Sie musste es mir sagen. Für sie wird es ganz bestimmt schwer gewesen sein. Sie hat mir das selber gesagt, dass es ihr nicht leicht gefallen ist. Gerade jetzt hätte sie uns keine Probleme gewünscht. Ich bin überzeugt, dass sie das ehrlich gemeint hat. Ja, vielleicht. Es ist wahrscheinlich besser für alle, dass es rausgekommen ist. Oder? Ja. Das Kind ist jetzt auf deine Hilfe angewiesen. Das ist ein Ding. Sie beide erinnern mich dermaßen an diesen Film. Wirklich, als wären sie gerade von der Leinwand gehüpft. Das war noch vor ihrer Zeit, vor meiner allerdings auch. Mann, die Jungs haben noch gewusst, wie man Filme macht. Ja, das kann man wohl sagen. Ist das tief? Ist was? Nein, nichts. Wirklich nichts. Na egal, also in diesem Film, da ziehen Clark Gable und Claudette Colbert quer durchs Land. Ihr müsst euch vorstellen, Claudette ist vor dem Gesetz geturnt und Clark will ihr helfen. Am Anfang ist er bloß auf das Geld scharf. Ihr Vater hat eine verdammt hohe Belohnung ausgesetzt. Na jedenfalls, erstmal können sie sich natürlich überhaupt nicht ausstehen. Und dann, oh Wunder, verknallen sie sich total ineinander. Aber das war ja von Anfang an klar. Was sehen Sie mich so an? Wissen Sie vielleicht nicht, wie ein Mann sich auszieht? Aber natürlich weiß ich das. Das ist eine Wissenschaft für sich. Jedermann pflegt, sich anders auszuziehen. Nehmen Sie zum Beispiel mich. Die meisten Typen fangen mit den Schuhen an, ich aber immer mit dem Hemd. Ich knöpfe es langsam von oben nach unten auf. Dann ziehe ich es aus. Jetzt würden die meisten Männer die Hosen ausziehen, aber nicht ich. Ich mache mit den Schuhen weiter. Erst den rechten und dann den linken. Danach öffne ich den Gürtel. Und jetzt? Erst jetzt lasse ich die Hose fallen. Zuerst das rechte Bein und dann das linke, so. Das ist wirklich ein lohnendes Forschungsfeld. Es gibt Typen, die tragen Pyjamas und es gibt welche, die tragen keine. Aber das bleibt ganz der Fantasie jedes Einzelnen überlassen. Was ist denn so komisch? Ach, nichts. Wirklich gar nichts. Ihnen scheint es hervorragend zu gehen. Keiner da. Nein, ich will nichts hinterlassen. Könnten Sie mir vielleicht einen Gefallen tun und es in ungefähr einer halben Stunde im Motel Jackson Hole nochmal versuchen? Ginge das? Ich danke Ihnen. Entschuldigen Sie, Mrs. Capwell. Ich störe doch hoffentlich nicht gleich am ersten Tag.
Nein, natürlich nicht. Bitte, was gibt es? Hatten Sie schon Gelegenheit, sich unsere Spesenabrechnung anzusehen? Ja, die hatte ich und ich kann nicht verhehlen, dass ich verwundert war, weil mir ein paar unserer Ausgaben schleierhaft sind. Für wen haben Sie diesen Scheck über 5000 Dollar ausgeschrieben? Mr. Daniels sagte, Sie hätten darum gebeten. Er hat was gesagt? Ja, Spesen für die Chicago-Reise. Als Sie nicht gefahren sind, habe ich angenommen, dass er ihn wieder zurückbringt. TJ hat einen Scheck von Ihnen verlangt? Ja, ganz genau so ist es gewesen. Mr. Daniels wollte einen Barscheck. Victoria? Ich möchte auf keinen Fall riskieren, noch länger zu warten. Wir müssen Cruz anrufen. Wieso, geht es Chip schlechter? Machen Sie sich keine Sorgen. Er hält sich wirklich wacker. Aber je eher wir das Knochenmark übertragen, desto bessere Chancen hat er. Sie müssen nur noch die Einwilligungserklärung unterschreiben. Ja, gut. Tut mir leid, Julia. Ich weiß, dass das kein leichter Tag für dich war. Der Tag ist für alle von uns schwer gewesen und ganz besonders für Victoria. Wirst du zurechtkommen? Keine Ahnung. Diese Geschichte, die ist absolut unglaublich. Ich kriege sie einfach nicht in meinen Kopf rein. Fällt dir eigentlich auf, dass jedes Mal, wenn es in unserer Beziehung so richtig gut läuft, wie auf Bestellung, plötzlich Schwierigkeiten auftreten? Lass keine Langeweile aufkommen. Das Motto meiner Familie, wir sollten es ins Tafelsilber eingravieren lassen. Ja, und ich brauche das offensichtlich. Und es scheint mir ja auch zu gefallen, ansonsten hätte ich schon längst das Weite gesucht. Du hältst es doch auch nicht aus ohne etwas Abwechslung. Du kannst dich nie über Langeweile beklagen. Nein, langweilig ist es nie mit dir gewesen. Ich konnte nie den Gedanken daran ertragen, dass du mit Victoria verheiratet warst und dass ihr ein gemeinsames Kind hattet. Und ich denke, es war gut, so eure Ehe war ja nur ein Arrangement. Und jetzt erfahre ich, dass das Kind nicht von dir ist. Bang! Tja, wie ich schon sagte, gelangweilt hast du mich nie. Unsere Motive waren absolut aufrichtig, auch wenn das jetzt für deine Ohren unwahrscheinlich klingt. Ich kann mir nur nicht verzeihen, dich damit reingezogen zu haben. Mason, ich habe dir das nicht erzählt, damit du dich versuchst zu entschuldigen. Dazu ist es zu spät. Und findest du nicht auch, dass wir uns zurzeit um wirklich Wichtigeres zu kümmern haben? Für mich ist jetzt nur wichtig, dass Chip gesund wird. Lass uns unsere Kraft darauf verwenden. Ich gehe. Das wird sicher das Krankenhaus sein. Hallo? Hallo, Eden. Hier ist Victoria. Ist Cruz da? Ich muss ihn unbedingt sprechen, bitte. Ja, ich gebe ihn dir. Für dich, Victoria. Wie geht es, Chip? Scott will, dass du ins Krankenhaus kommst. Er hat mir gerade gesagt, er will sofort operieren. Ich komme sofort. Ich werde jetzt ins Krankenhaus fahren. Er wird operiert. Natürlich, ich komme mit. Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Ich bin sofort losgefahren, als ich deine Nachricht erhalten habe. Wie geht es, Chip? Ich glaube, das könnte Scott Clark dir vermutlich besser erklären, als ich es kann. Aber seine Testergebnisse sind nicht gerade sehr ermutigend. Er braucht dringend eine Knochenmarktransplantation. Und als Spender kommt nur ein einziger Mensch in Frage, und zwar Chips leiblicher Vater. Oh mein Gott. Cruz ist schon auf dem Weg hierher. Schon gut. Ihr Sohn hat mich bereits eingeweiht. Also das Theaterspielen hat endlich ein Ende, aber dass das früher oder später passieren würde, darüber waren wir uns ja wohl alle im Klaren. Victoria hat es Cruz schon gesagt. Und ich bin sicher, dass Eden es weiß. Hast du Eden gesehen? Nein, und ich habe Angst davor. Was denkst du, wie es mir geht? Sie wird nicht begreifen, wieso wir es ihr verheimlicht haben. Wir wollten sie doch nur beschützen, Dad. Aber so edelmütig unsere Absichten auch waren, wir haben sie angelogen, wie das so üblich ist bei Capwells. Hältst du es für passend, diese Unterhaltung gerade jetzt zu führen? Julia, es tut mir leid. Ich bin mir bewusst, dass diese Situation Sie genauso betrifft. Und ich werde mich nicht mit dir streiten, Mason, selbst wenn ich wollte. Ich kann nicht. Und zwar, weil ich in den letzten Monaten meines Lebens gelernt habe, dass du recht hast. Die Frage ist nur, ob wir unsere Fehler wiederholen.
Sissy, danke, dass du gekommen bist. Aber das ist doch selbstverständlich. Glaubst du, dass du es schaffst? Ja, mir geht's gut. Hat Mason dir erzählt, dass ich Scrooge gesagt habe? Ja. Ich hoffe, du verstehst das. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber es ging um das Leben meines Kindes. Ich hatte keine andere Wahl. Tori, du musst dir keine Vorwürfe machen. Was du getan hast, hätte jeder von uns getan. Den Rest kriegen wir auch noch hin. Es ist nur wichtig, dass Chip gesund wird. Alles andere ist mir egal. Ja, ich weiß. Hat er Ihnen ausdrücklich gesagt, dass das Geld für die Chicago-Reise sei? Ja. Und ich kann mich deshalb so genau daran erinnern, weil ich ihm erklärt habe, dass wir auf Geschäftsreisen grundsätzlich alles mit Firmenkreditkarten bezahlen. Aber er hat mir ausdrücklich gesagt, dass er Bargeld haben möchte und dass Sie ihr okay gegeben haben. In Ordnung. Vielen Dank, George. Ich bin sicher, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich werde es klären, wenn er anruft. Sicher, Mrs. Campbell. Und vielleicht finde ich den stornierten Scheck ja auch noch irgendwo. Hallo, hier ist Sophia Capwell. Ist bei Ihnen vielleicht eine Olivia Martin registriert? Danke. Und wo ist Tori? Sie ist bei Chip. Cruz, gut, dass Sie da sind. Ich möchte Sie wirklich nicht drängen, aber uns läuft die Zeit weg. Haben Sie irgendwelche Nein, Fragen? Nein, ich bin bereit. Gehen wir. Dann kommen Sie bitte sofort. Mit. Ist mit dir auch wirklich alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Das höre ich gern. Sagen Sie es ihr bitte nochmal. Es ist völlig ungefährlich, Eden, das können Sie mir glauben. Er wird vielleicht ein paar Tage nicht ganz auf dem Posten sein, aber dann ist er wieder wie neu. Kann ich dich besuchen, wenn du es hinter dir hast? Na klar. Gehen wir. Ich weiß, wie schwer das für euch beide ist. Es tut mir leid, ich habe von all dem nichts gewusst. Aber ich habe genügend Fantasie, mir vorzustellen, wie es dir jetzt geht. Es ist nicht leicht gewesen. Nein, leicht war es nicht. Und das Allerschlimmste für mich war, euch gegenüberzutreten. Wer hat denn alles davon gewusst? Habt ihr es nur vor uns verheimlicht? Oh, Kleines, niemand hat versucht, vor euch etwas zu verheimlichen. Das Einzige, was wir versucht haben, war, euch zu beschützen. Daddy, das verstehe ich nicht ganz. Wovor bitte habt ihr uns denn beschützen müssen? Der Fahrer des Notarztwagens wird gebeten, die Einfahrt freizumachen. Wie geht es ihm? Es geht so. Und dir? Mir geht's gut. Das schaffen wir. Danke. Schon gut, Tori. Bis dann. Schwester Joan, bitte. Schwester Joan, bitte sofort in den OP. Schwester Joan, bitte. Starren Sie mich so an. Dafür, dass Sie drei Tage nicht mehr gebadet haben, sehen Sie wirklich toll aus. Würden Sie so freundlich sein und die Decke aufhängen? Ach so, ja. Nein, wirklich. Ganz im Ernst. Sie sind eine sehr schöne Frau. Ich fasse es nicht. Von Ihnen ein Kompliment? Eigentlich bin ich ein ganz netter Kerl. Man merkt es mir bloß nicht an. Zugegeben, wir zwei haben ein paar Tiefs auf der Reise gehabt, aber nobody is perfect, oder? Ja. Finden Sie nicht auch, dass es langsam an der Zeit ist, dass
Kriegsball zu begraben und Freunde zu werden? Ich habe nichts dagegen. Dann seien Sie doch bitte so freundlich und nehmen die Decke runter, damit wir uns die Hände reichen können. Also gut, das ist ein Anfang. Der ist aus Ihrem Koffer, gefalle ich Ihnen? Ja, gute Nacht. Ja. Genau. Clark Gable. Wir können uns nicht die ganze Zeit aus dem Weg gehen. Ich muss doch blind gewesen sein. Eden, hör auf. Nein, wirklich. Du denkst, ich habe es gewusst? Ich hätte es die ganze Zeit gewusst und es mir nicht eingestanden? Hast du Victoria geheiratet, nur um mich zu schützen? Du musst mich hassen. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich doch auch nicht. Ich bin an allem schuld. Ich hab's dir verheimlicht. Ich bitte dich. Ich war doch diejenige, die dir immer eingeredet hat, du bist das schwarze Schaf der Familie. Und ich wollte dir und Victoria ständig unerbetene Ratschläge erteilen. Und nach all dem hilfst du mir. Weißt du, wie ich mich schäme? Hey, du bist meine Schwester. Und ich liebe dich. So einfach ist das. Ich gebe ja zu, mir fallen nicht pausenlos neue Koseworte für dich ein, aber es gibt nichts auf der Welt, das ich nicht für dich tun würde. Du hast so vieles einfach aufgegeben. Nur weil ich deine Schwester bin. Ich weiß doch, wie sehr du den Jungen liebst. Und jetzt, wo Cruz weiß, dass er der Vater ist, wirst du ihn aufgeben wollen? Tja, weißt du, in dieser Sache habe ich mit Gott verhandelt und man könnte sagen, wir sind uns näher gekommen, was Chips Interessen angeht. In seiner unendlichen Weisheit lässt er mich vielleicht einen Preis zahlen, der höher ausfällt, als ich es erwartet habe. Doch er wird ganz genau wissen, was er damit bezweckt. Dr. Roberts, bitte. Ich muss mal nach Julia sehen. Ich danke dir, Mason. Ich wollte dir nur sagen, wie leid mir das alles tut. Ich hatte nie gewollt, dass ihr beide, du und Cruz, das mit meinem Sohn erfahrt. Wahrscheinlich wäre das sowieso irgendwann rausgekommen, denke ich. Ich kann gut verstehen, dass du das getan hast. Ich habe diese Szene in meinen allerschlimmsten Fantasien hunderte von Malen durchgespielt. Die Wirklichkeit ist noch schrecklicher. Ich weiß, was es dich gekostet hat. Ich habe meinen Sohn. Und wenn wir das hier durchstehen, müssen wir einfach sehen, dass es irgendwie weitergeht. Dr. Roberts, bitte rufen Sie. Ich habe mir gedacht, dass du hier bist. Wieso hast du es dir gedacht? Oh, das habe ich aus der Anziehungskraft, die Babys normalerweise auf dich haben, geschlussfolgert. Hier im Krankenhaus ist mir klar geworden, was wir für ein Glück gehabt haben, dass Samantha gesund ist. Das ist irgendwie schon merkwürdig, aber in gewisser Hinsicht war ich für Chip ein besserer Vater als für Samantha. So klein sie ist, sie wird darunter gelitten haben. Aber diese Zeit gibt uns keiner mehr wieder. Eigentlich ist es sehr traurig. Chip und Samantha hatten nie die Chance, ein Familienleben kennenzulernen. Ich würde sagen, wir beide könnten das ändern.
Möchtest du das wirklich nur für Samantha? Ich denke, dass sich jedes Kind wünscht, wenn es morgens aufwacht, dass die Welt noch genauso aussieht wie am Abend zuvor, als es die Augen geschlossen hat. Dass beide, Mutter und Vater, da sind. Ja, da hast du wohl recht. Ich hatte bloß leider das Pech, dass mir in meiner Kindheit nicht gerade ein Muster an familiärer Wärme vorgelebt wurde. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe mir in letzter Zeit so oft gewünscht, wir könnten noch mal so ganz von vorne anfangen. Schwester Albrecht. Naja, so mit allem. Schwester Albrecht. Was ist denn sich umwerben, wie das normalerweise eben wieso? So ist? Wieso? Hattest du irgendwas auszusetzen? Nein, wie könnte ich? Aber es war etwas bizarr. Für gewöhnlich heiraten die Leute erst und kriegen dann ihre Babys. Tja, aber wir sind keine gewöhnlichen Leute, oder? Ist doch hübsch hier, oder? Ich finde es traumhaft. Hey, Sie haben den Typ verärgert, nicht ich, weil Sie pausenlos von Ihren dämlichen Ronald Reagan-Filmen geschwärmt haben. Ich wollte jedenfalls nicht in diese Einöde aussteigen. Ja, ist ja schon gut. Ich konnte sein Gequassel jedenfalls nicht mehr aushalten. Na super, aber ich bin wieder mal an allem schuld. Falls es morgen früh immer noch regnet, wird Madame Frohgemut in das nächste Abenteuer stürzen. Mit mir im Schlepptau. Was machen Sie da? Hä? Schlafen. Und wo bitte soll ich schlafen? Mir ist völlig egal, wo Sie schlafen, solange Sie auf Ihrer Seite bleiben. Aha, auf meiner Seite. Na, dann wollen wir mal. Schön drüben bleiben. Das ist meine Seite. Und dass Sie mir ja nicht rübersehen. Traumhaft. Er ist nicht mehr ganz heiß, aber ich denke, du kannst ihn gebrauchen. Das macht doch nichts. Ich danke dir, Dad. Macht es dir was aus, wenn ich hier sitze? Schrecklich, diese Wackerei. Aber Geduld war ja noch nie meine starke Seite. Kleines, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich nehme die Entschuldigung an. An deiner Stelle würde ich auch zu Cruz gehen. Ich weiß, dass du nur mein Bestes gewollt hast. Das wollte ich wirklich. Aber das war völlig unnötig. Gerade von dir habe ich erwartet, dass du weißt, dass du unserer Beziehung trauen kannst. Ich hatte Angst, es würde dich verletzen. Dieses Gefühl, dich beschützen zu wollen, ist mir zur Gewohnheit geworden. Ich fühle mich verantwortlich für dich. Ich bin keine 16 mehr und muss von meinem Vater nicht beschützt werden. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin dauernd auf der Suche. Und es hört nicht auf. Ich muss dauernd dazulernen, nicht nur von dir, von allen meinen Kindern, die zu klugen, erwachsenen Menschen geraten sind. Ja, weißt du, Kleines, es ist sehr schwer für einen Vater zu akzeptieren, dass er nicht mehr gebraucht wird. Für mich hat sich einfach zu viel geändert. Aber eins musst du mir erlauben. Du magst noch so erwachsen sein. Und als Mutter noch so viele Kinder um dich haben. Hier, ganz tief in meiner Seele wirst du immer mein kleines Mädchen sein. Du bist nun mal meine kleine, blonde Prinzessin. Mama, hallo. Ich habe es eben erst erfahren. Ihr zwei schafft es schon, da bin ich ganz sicher. Ja, ich auch. Eden, Sie können zu Cruz. Ist alles gut gegangen? Er ist ein wenig erschöpft, aber er wird's überleben. Ein Glück. Kommst du mit? Nein, geh allein. Wir sehen uns später. Gut. Danke, Scott. Dr. Clark. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich möchte Ihnen erklären, was mit Ihrem Onkel passiert. Lassen Sie es sein. Sie kommen 30 Jahre zu spät. Gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Mit mir hat alles geklappt. Ich hoffe nur, dass
Chip das Transplantat nicht abstößt. Was ist mit dir? Ich weiß auch nicht. Cruz, ich will genauso, dass Chip wieder gesund wird. Ja, ich weiß das. Ich wäre nur so gern die Mutter deines ersten Kindes gewesen. Ich wollte das mit dir gemeinsam erleben. Das werde ich jetzt nie mit dir teilen können. Gesellschaft leisten? Naja, ich weiß nicht, ob man sich mit mir sehen lassen kann. Ich stehe nicht sehr weit oben auf der Popularitätsskala. Falls du dir wegen ihnen Sorgen machst, sie ist nicht böse auf dich, sie ist nur etwas verunsichert. Ich fühle mich wie ein alter Narr. Ständig mische ich mich in Dinge ein, die mich nichts angehen. Ja, so sind die Väter. Aber ich vermute, dass es den meisten Vätern von Töchtern ganz genauso geht. Ah ja. Wie auch immer. Jedes Mal, wenn ich mir einbilde, jemanden, den ich liebe, helfen zu müssen, treibe ich ihn damit in die Flucht. Einen Moment mal, das ist nicht wahr. Aber natürlich. Was habe ich denn mit Eden und Cruz anderes gemacht? Aber diesmal hast du deinen Fehler zugegeben. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wäre dir das nicht im Traum eingefallen. Und was ist mit uns beiden? Wie meinst du das? Ja, wie schon? Das kann ich dir sagen. Ich spreche von Pebble Creek. Wir sind doch zu Anfang ganz gut miteinander ausgekommen. Ich jedenfalls hatte das Gefühl. Und ich, Idiot, habe alles kaputt gemacht. Was geht mich dein Privatleben an, wie ein Elefant im Porzellanladen? Und dann wundere ich mich, dass du sauer bist. Wieso zum Teufel passiert mir das immer wieder? Warum verletze ich einen Menschen, dem ich niemals wehtun wollte? Weil dir sicherlich auch sehr oft wehgetan wurde. Wenn das nicht so wäre, würdest du jetzt nicht so hart mit dir umgehen. Dazu braucht man sehr viel Mut und den hätte ich dir nicht zugetraut. Wolltest du damit sagen, dass ich ein Mensch bin? Schon möglich, ja. So kann man es auch ausdrücken. Hast du schon was gehört? Nein, noch nicht. Ich darf auch nicht rein. Ich hasse diese Ungewissheit. Victoria, ich finde, wir sollten endlich miteinander reden. Du musst doch erleichtert sein. Ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt hast du doch den Beweis, dass Mason nur eine Vernunft-Ehe mit mir geführt hat. Du musst es nicht kleiner machen, als es war, Victoria. Ja, sicher. Ich fand es nicht sehr toll, dass er gelogen hat. Aber meine Gefühle sind jetzt völlig unwichtig. Hoffentlich haben wir das Richtige getan. In der Situation konntest du nichts anderes tun. Ich würde das alles so gern vergessen. Ich will nur noch mein Baby in den Arm nehmen und es mit nach Hause nehmen und dann alles hinter mir lassen. Nach all dem, was du in letzter Zeit durchgemacht hast, dir das von ganzem Herzen zu wünschen. Wissen Sie, wo ich Victoria finde? Scott, ja, sie... Wie ist es gelaufen? Chip geht es soweit ganz gut. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir warten, ob sein Körper das Transplantat annimmt. Morgen früh werden wir wissen, ob alles geklappt hat. Dann werde ich sein Blut untersuchen und kann sagen, ob er selbstständig Blutkörperchen herstellt. Sie können also nach Hause gehen und sich ausruhen. Ich will nicht nach Hause. Sie können auch bleiben. Und er ist wirklich bald wieder gesund. Er hat die besten Chancen.
Wäre es nicht besser, wenn ich auch hier bleibe? Nein, danke. Du hast doch schon so viel getan. Und du auch, Julia. Vielen Dank. Du kannst uns wirklich jederzeit zu Hause anrufen. Nur für den Fall, dass du irgendwas brauchst. Na dann. Vielen Dank. Und das gilt auch für mich. Vielleicht sollte ich dir noch etwas zu essen vorbeibringen. Nein, danke. Hunger habe ich überhaupt keinen nach der ganzen Aufregung. Wir sehen uns dann morgen. Danke, dass ihr hier wart. Schon gut. Nachgedacht. Ich habe von jetzt an eine neue Verantwortung zu tragen. Chip wird zu einem Teil meines Lebens werden. Für uns beide wird sich viel ändern. Aber ich glaube nicht, dass da irgendetwas zwischen uns stehen wird. Wir werden gemeinsam eigene Kinder haben. Eben, du musst bedenken, dass Chip es auch nicht leicht gehabt hat, seit er auf dieser Welt ist. Ich werde alles versuchen, damit der Junge ein anständiges Leben hat. Aber das Baby, das wir beide miteinander haben werden, das wird ein Kind unserer Liebe sein. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es einmal glücklich sein wird. Weißt du, was ich meine? Wir können ihm alles von uns beiden erzählen, wenn es alt genug ist. Was wir gemeinsam durchgemacht haben und dass wir nie den Glauben an uns verloren haben. Dass wir einen Traum hatten, den wir uns immer bewahrt haben und den wir schließlich leben durften. Das wird ihm ein Vermächtnis sein. Und jedes Mal, wenn er uns ansieht, werden seine Augen auch unsere Liebe widerspiegeln. Mein Geschenk an dich und deins an mich. Das Beste, was wir einander schenken können. Und niemand wird uns das je nehmen können. Das weißt du, Eden, das weißt du ganz genau. Ja, das weiß ich. Ich liebe dich. Hallo? Hallo. In Anbetracht der Tatsache, dass es schon so spät ist, hoffe ich, dass Sie mir meine Dreistigkeit verzeihen und mir erlauben, Sie um eine Verabredung zu bitten. Dürfte ich wissen, wer Sie sind? Mason Campbell. Ich hoffe, Sie haben noch nichts anderes vor. Soweit ich weiß, müsste auf meiner Tanzkarte noch ein bisschen was frei gewesen sein. Ich hole Sie in einer halben Stunde ab. Ich werde dir was sagen. Du bist einfach unmöglich, Kämpfer. Du schaffst es immer wieder, mich weich zu klopfen. Wieso? Du bist jedes Mal dann, wenn ich dich am liebsten an die Wand klatschen würde, so schrecklich aufregend und charmant. Schlafen Sie? Ich höre dem Regen zu. Wir Kinder waren und es hat gewittert. So richtig mit Donner und Blitz sind wir schreiend zu unseren Eltern ins Bett gekrabbelt. Oh Gott. Die haben sich gefreut. Ja, ich glaube schon. Wir haben uns am Fußende schön zusammengekuschelt. Und mein Vater hat Rosa aufgetragen, uns heißen Kakao und Sandwiches zu bringen. Und dann haben wir uns Geschichten erzählt. Sie hatten eine schöne Kindheit, nicht? Ja. Deswegen freue ich mich auch so auf mein Baby, weil ich dann mit ihm all die Sachen veranstalten werde, die ich toll gefunden habe in meiner Kindheit. Haben Sie keine Angst? Na klar. Klar habe ich Angst. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber Jeffrey und ich werden es hinkriegen. Ich hoffe es jedenfalls.
Wie fühlt man sich, wenn man schwanger ist? Können Sie mir das vielleicht erklären? Ist das Ihr Ernst? Ja, sicher, da ich nicht glaube, dass mir diese Erfahrung jemals zuteil wird. Muss man doch wissen, oder? Also gut. Naja, am Anfang, da geht es dir eigentlich normal, aber hin und wieder kann dir schlecht werden. Naja, doch recht häufig. Komisch, wie soll ich's beschreiben? Da fängt etwas in deinem Körper an zu wachsen. Das ist verrückt und dein Körper verändert sich auf einmal. Ja, und richtig fertig war ich, als ich das erste Mal den Herzschlag des Babys gehört habe. Das war wirklich ein komisches Gefühl. Ich war selig, aber auch verwirrt. Ich habe gespürt, du musst für dein Kind Verantwortung tragen. Das haut einen schon um. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist so verrückt. Dein Leben erhält einen anderen Wert und plötzlich verändert sich alles. Und zugleich hat es mir eine Riesenangst eingejagt. Aber letztendlich, glaube ich, überwiegt die Freude darüber, dass bald alles ganz anders wird. Ich kann es kaum erwarten. Ich würde auch gerne erleben, wie das ist. Aber ich habe leider eine völlig andere Kindheit gehabt als Sie. Manchmal denke ich, ich erlebe das nie. Sie haben sich das immer gewünscht? Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht. Und ich glaube kaum, dass ich mich für so ein Leben eignen würde. Sind Sie darüber traurig? Ja, manchmal bin ich das schon. Wissen Sie, als Kind hatte ich immer das Gefühl, draußen zu stehen, nicht dazuzugehören. Da versteckt man seine Gefühle und macht alles mit sich selber ab. Dir wird keiner freiwillig etwas geben. Du musst um alles kämpfen. Regel Nummer 1, verlass dich nie auf jemanden. Auf keinen. Und wenn du die Wahl hast, schlag als Erster zu, sonst liegst du unten. Toll finde ich es nicht, aber sieht so aus, als ob ich es nur so schaffe. Gilt das auch für meine Mutter? Tun Sie ihr nicht weh. Du musstest mich nicht fahren, ich hätte ein Taxi nehmen können. So ein Unsinn, du weißt genau, dass ich gern mit dir zusammen bin. Oh. So wie unsere Familie Katastrophen anzieht, hast du dazu wohl noch reichlich Gelegenheit. Wenn du meinst. Hältst du es für klug, so kurz nach deiner Krankheit schon wieder zu arbeiten? Bitte fang du nicht auch noch damit an. Mrs. Capwell, entschuldigen Sie. Ja, George? Es geht um den 5000 Dollar Spesencheck. Er ist eingelöst worden. Und es gibt auch noch ein paar andere Unregelmäßigkeiten. Ja, danke. Ich sehe mir das später an. Was nicht in Ordnung? Ach, keine Sorge. Soll ich mich darum kümmern? Das ist nicht nötig. Ich schaff das schon. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Vergiss es. Kommt nie wieder vor. Ich werde allein damit fertig. Danke. Ich will hier nicht weg. Das wird aber nicht zu vermeiden sein, weil du unsere Sachen packen musst. Wenn ich hier rauskomme, will ich nämlich mit dir nach Frankreich fahren. Ich finde es nicht gut, wenn wir jetzt wegfahren. Lass uns die Reise verschieben. Du musst dich um Chip kümmern. Ich muss mich aber auch um dich kümmern. Braucht er dich nicht gerade jetzt? Ja, aber Eden, ich bin völlig verunsichert. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Tja, dann gewöhn dich mal daran. Nach Paris können wir immer noch fahren, wenn du dich an deine Vaterrolle gewöhnt hast und dein Sohn sich an dich. Meinst du wirklich? Ja. Einverstanden. Ist wahrscheinlich auch besser so. Entschuldigt. Hallo. Kann ich kurz reinkommen? Natürlich kannst du das. Es dauert nicht lange. Wie geht's, Chip, jetzt? Scott meint, das könne man erst morgen früh sagen. Ich wollte dir danken für alles, was du getan hast. Das ist ja wohl das Mindeste gewesen. Nein, mehr kann man für einen Menschen nicht tun. Das werde ich dir nie vergessen. Versuch zu schlafen. Ja, du auch. Also dann. Weißt du, ich werde jetzt auch gehen, damit du endlich zur Ruhe kommst. Hey, hey. Du wirst doch klarkommen, oder? Ja. Versprochen. Ich kann ja nicht liegen und das Gefühl haben, dir geht's nicht gut.
Eden. Du weißt, dass ich dich liebe und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Guten Abend. Die sind wirklich sehr schön, aber so leicht kommst du mir nicht davon. Du siehst traumhaft aus. Ah, ich danke dir. Aber du brauchst gar nicht abzulenken. Wenn Chip wieder gesund ist, habe ich noch eine Rechnung bei dir offen. Und du riechst so gut. Mason, es reicht. Ich hoffe nur, du bist einverstanden, dass wir nicht ausgehen und zu Hause bleiben, weil ich so auf die Schnelle keinen Babysitter bekommen konnte. Weißt du, das hängt ganz davon ab, wonach dir so ist. Wenn du es wirklich willst. Ja. Ah. Allerdings nur mit dem Mann, den ich heirate. Sag Ihnen was. Ich werde nicht aus Ihnen schlau. Und wieso nicht? Sie haben bloß noch nie jemanden wie mich kennengelernt. Sie würden sich wundern, wie viel es von meiner Sorte gibt. Wie meinen Sie das? Sie hatten einen Haufen Vorteile. Und ich musste mich durchschlagen. Deswegen ist mir meine Zukunft auch ziemlich egal, weil ich mich mein Leben lang schon durchgeboxt habe. Sie erstaunen mich immer wieder. Ich habe Ihnen ja wohl nichts Neues erzählt. Sie sind doch bestens informiert. Woher wissen Sie das? Absolut normal. Das bin ich gewöhnt. Über Typen wie mich stellt man gewöhnlich Nachforschungen an. Oh. Oh. Was ist los? Was haben Sie denn? Was? Ich...